Ich bekomme jetzt Besuch von Günther Kroak. Und zwar ist der Chefkoch aller Chefköche auf AIDA. Hi Günther. Franzi, hallo. Komm rein in meine Kabine. Schön, dass du da bist. Ja, in meinem Reich. Schön. Du, pass auf, ich leg gleich mal richtig los. Ne? Auf AIDA gibt es ja immer so eine Aktion, das nennt sich Fruit Carving. Kannst du das? Also ich bewundere unsere Mitarbeiter immer an Bord, wenn die diese wunderschönen Schnitzereien da machen. Sei es eben aus Melonen oder Ananas oder sonst irgendwelchen Obst- und Gemüsesachen. Aber ich kann es gar nicht. Vielleicht kannst du mir trotzdem irgendwas mit der Melone zeigen. Dann kann ich dir echt was zeigen. Ja. Und zwar gerade jetzt im Sommer. Jetzt fangen wir erst mal ganz von vorne an. Stimmt das wirklich mit dem Klopfen, dass man hört, ob die gut oder nicht gut ist? Ja, sagt man, also kann man schon ein bisschen dran erkennen. Aber es gibt ein anderes Erkennungsmittel eigentlich, dass sie schön reif ist. Und das ist dieser kleine gelbe Fleck da hier. Okay. Und je gelber dieser Fleck ist, desto reifer ist eigentlich die Melone. Okay. Also die ist schon mal ganz gut. Die ist schon mal ganz gut, okay. Genau, und dann will ich dir mal ganz schnell was zeigen. Okay. Das ist effizientes Fruitcarving. Das ist effizient, ganz genau. Genau. Echt? Und schau mal, da kann man die schön rausziehen. Cool, ich esse jetzt. Ja. Und so kann man es wirklich ganz angenehm essen, ohne dass man sich hier großartig einzahlt. Mhm. Schmeckt sehr, sehr lecker. Wann hast du dein erstes Gericht gekocht? Meine Mutter erzählt immer, es gibt auch noch Bilder davon, dass ich schon so mit 3, 4, 5 Jahren bei ihr oben auf der Anrichte war, gesessen habe und da immer mitgearbeitet und mitgekocht habe. Also ich glaube, das lag schon sehr früh in meinen Genen, dass es irgendwas mal mit Kochen sein wird. Du hast dann im Grunde genommen direkt die klassische Kochlaufbahn gemacht. Nee, nicht einmal. Also ich habe eigentlich als ersten Beruf Groß- und Außenhandelskaufmann gelernt. Okay. Und dann aber gemerkt, okay, die reine Büroarbeit, das ist nichts. Und die Liebe zum Kochen ist einfach viel größer. Und und so ging es dann eigentlich dann mit der Kocherei an und dann auch weiter. Wie ist man denn dann zu AIDA gekommen? Ein sehr guter Freund, sagt der Mensch, er hat ein ganz interessantes Projekt hier an der Hand, geht um Schiff. Gut, jetzt sind die Franken nicht unbedingt als Seefahrervolk bekannt. Schon so irgendwie bist du ein bisschen weit weg von der Küste. Genau, richtig. Also jetzt bist du ja nicht mehr an Bord. Du bist jetzt... Ja, eigentlich schon. Also ich bin als Corporate-Chef auf den Schiffen unterwegs. Ach so, richtig. Genau, okay. Richtig. Und entwickelst aber auch diese ganzen... Weiß ich nicht, also die Konzepte mitentwickeln, ganz was genau. Was es jetzt auch auf der Nova gibt, die ganz ganzen genau, die neuen Konzepte, Sachen und richtig, sowas alles. Ganz genau. Auf AIDA Nova, da habt ihr ja viele neue Sachen auch drauf. Was gibt es zum Beispiel ganz Neues? Also was wirklich komplett neu ist, ist dieses Entertainment-Restaurant, also diese Time Machine. Also ich habe da schon Bilder gesehen, also so Moods, also das wird glaube ich richtig, richtig toll. Also ich bin da auch gespannt, weil sowas finde ich sehr, sehr, sehr schön, dass man so ein bisschen unterhalten wird, wenn sonst immer nur stur zu essen. Ganz genau, gerade für die Gäste, die natürlich irgendwie Unterhaltung möchten und ein bisschen Zerstreuung möchten. Die erwarten das ja. Glaube ich, ist das ein echt cooles Teil. Was ist das für eine Küche, die es dann da gibt? Ja, also wir versuchen uns da ein bisschen so an die Themen zu halten. Also ich glaube, das erste Thema, glaube ich, hat was mit Atlantis zu tun. Mhm. Also es wird da natürlich hier irgendwie ein bisschen was Maritimes sein. Wie Fisch. Wie Fisch zum Beispiel. Und da Fisch wird auf jeden Fall dann in dem Menü mit vorkommen, definitiv. Und was ist jetzt auf AIDA Nova, was wirklich nur von dir kommt? Also als Idee oder als Konzept? Relativ schwierig zu sagen, weil wir das viel wirklich im Team mitentwickelt haben. Ich meine, man schaut sich natürlich klar um, was ist jetzt gerade dran, ein Trend zu werden. Also es kommen gerade diese Bowls sehr auf, diese Poke Bowls zum Beispiel. Und da haben wir so 1, 2 Gerichte auch mit reingenommen. Also da wir wirklich immer so am Puls der Zeit sind und uns überlegen, okay, was könnte wirklich auch in 4, 5, 6 Jahren oder noch länger noch so dann ein richtiger Trend werden. Mhm. Also sind wir dann schon teilweise Vorreiter. Also ich glaube, wir sind immer noch die einzige Reederei, die Brauhäuser auf den Schiffen hat und das Bier selbst da gebraut wird. Und die Haxe ist der Knaller. Und der Haxe ist schon mal lecker, ja. Wo würdest du am ersten Abend gleich zum Essen hingehen? Also ich mag gern bodenständige Küche, deswegen ist so das Brauhaus auch so ein bisschen ein Favorit von mir noch mit dem, aber genauso unser French Kiss, also mit diesen französischen Bistro-Gerichten ist einfach herrlich. Also diese Vorspeisen oder dann eben die schönen Käseteller dann als Dessert, das ist... Okay, jetzt wird's lustig. Jetzt wird's lustig. Also, wir haben ja Mitarbeiter gefragt, was sie dich gern fragen würden. Okay. Welchen Traum würdest du dir gern erfüllen? Also ich träume davon, einmal von München nach Venedig zu Fuß zu gehen. Mhm.
Und dann kannst du ja da an Bord gehen und machst gleich die Adria-Tour. Genau, zum Beispiel. So nach 30 Tagen. Ja, genau. Kannst du dein Essen noch selber essen? Ja, unbedingt. Also ich koche nach wie vor leidenschaftlich gern. Sehr schön. Also es gibt nicht nur irgendwas Stulle dann am Abend oder so. Nein, nein. Was war mit Abstand das Schlimmste, was du jemals gegessen hast? Und wiederum, was war das Beste? Ich liebe die asiatische Küche. Mhm. Also da ist man wird immer wieder überrascht, was sie zubereiten, wie sie es zubereiten. Mhm. Also ich glaube, ich habe auch da schon die schlimmsten Esserlebnisse gehabt in der Küche, aber auch die besten. Mhm. Weil einfach gut, es sind Sachen, Geschmäcker dabei, die kennt man nicht. Und wenn man einmal mal so eine Bittergurke gebissen hat, dann weiß man, was wirklich bitter heißt. Ich glaube, das war so das Schlimmste. Wie schmeckst du Sachen ab, die du nicht magst? Mit geringen Mengen, sag ich mal. Das ist sehr schön. Rufst du manchmal auch deine Mutter an und fragst, wie man etwas kocht? Ja, also wirklich ab und zu mal, vor allem wenn es eben um die bodenständige Küche geht, wo ich dann sage, Mensch, Mama, wie hast denn du das gemacht? Oder was hast denn du noch hin? Weil ich krieg's irgendwie nicht ganz so hin, dass es so schmeckt so wie bei dir. Und dann gibt's dann mir so Tipps und Tricks dann noch. Das ist ganz, genau, ist dann ganz schön. Ja. Sehr schön. Kannst du noch normal essen gehen? Ja. Ja. Ich probiere auch sehr gern eben Gerichte aus, die ich vielleicht jetzt noch gar nicht kenne oder wo ich die Zusammenstellung jetzt mir ein bisschen ungewöhnlich vorkomme und sage, okay, probiere ich mal. Und es sind schon oft dann schöne Ideen draus entstanden. Letzte Frage. Okay. Welcher Geschmack erinnert dich an deine Kindheit? Ich glaube, ich war schon immer so ein Schnitzelfreak mit Kartoffelsalat. Das erinnert mich an meine Kindheit. So bayerisch mit Essig und so? Ja, oder? Ja, bayerisch mit Essig und Öl. Ganz, ganz herzlichen Dank. Es war lecker, die Melone und auch das Gespräch. Haben wir wieder was gelernt, ne? Ja, zack, schön. Wir stoßen einfach nochmal an. Genau, machen wir. Cheers. Cheers. Tschüss. Schön war's. Tschüss.